Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe des DF Talks hier bei YouTube und digitalfernsehen.de. Ich habe mir heute Christian Trozinski, den Chefredakteur der HD Plus TV und Digital Tested eingeladen. Tja, Christian, neue Digital Tested ist draußen, wieder ein schickes Heft geworden. Hauptthema sehe ich so SUHD und OLED. Bin ich da richtig? Ja, was sonst dieser Tage, muss man sagen. Also wir hatten das große Glück, sowohl Samsungs neuen SUHD als auch LGs neuen OLED-TV mal im direkten Vergleich zu testen. Und man findet halt im Heft neben den Einzeltests wirklich nochmal einen Bildvergleich mit verschiedenen Filmen, wo wir dann nochmal drauf eingegangen sind, wo liegen jetzt die Stärken und Schwächen in der Praxis. Mhm. Und es ist halt ganz interessant, diese Entwicklung zu sehen, weil wir halt im letzten Jahr schon LGs OLED-Technologie testen konnten. Und da war es ein sehr, sehr einfaches Spiel für LG. Das heißt, da gab es einen LED-LCD-Bereich, kaum Fernseher, die da mithalten konnten. Und dieses Jahr hat Samsung mit SUHD eigentlich so ein gutes Paket geschnürt, dass man eben unter bestimmten Umständen dann zu einer 50-50-Entscheidung hingerissen wird. Das heißt, da muss man dann sehen, wie ist das Umgebungslicht, wie ist meine Sitzposition, wie ist der Content, den ich abspiele, und dann kann es gut sein, dass sich der SUHD sogar gegen den OLED durchsetzen kann. Okay. Was man auf dem Papier, glaube ich, gar nicht so vermuten würde, weil natürlich OLED so ein bisschen die Zukunftstechnologie ist und das schwebt ja auch immer schwebt ja so in den Köpfen immer mit, dass man sagt, man hatte jetzt 10 Jahre lang, 15 Jahre lang LCDs, jetzt soll doch bitte mal was anderes kommen, und da ist bei vielen OLED ein heißer Kandidat. Und selbst bei den TV-Herstellern, das ist ja auch ein schlecht gehütetes Geheimnis, wird ja hinter den Kulissen an OLED gearbeitet. Also insofern zeigt LG schon die Zukunft, aber man muss eben auch sagen, Samsung zeigt die Zukunft, weil sich im Bildbereich, also im Signal, was in den Fernseher reingeht, tut sich ja einiges. Wir haben lange Zeit über Ultra HD gesprochen. Jetzt sprechen wir eben über HDR, High Dynamic Range, und das ist für viele dann eben ein neuer Startschuss für eine völlig neue Bildqualität. Und für die TV-Hersteller besteht jetzt wieder mal die Aufgabe, wie kriegen wir es hin, mit einer bestimmten Technik genau dieses Bildformat zu unterstützen, und da hat Samsung mit SUHD ordentlich vorgelegt. Ja, sehr spannendes Thema, ja. Für alle in der neuen Digital Tested nachzulesen. Was habt ihr sonst noch für Themen drin? Ja, wir wollen natürlich uns nicht nur ums gute Bild kümmern, wir haben natürlich auch geschaut, was gibt es im Bereich der Tonqualität. Das heißt, wir haben mal Auro 3D mit Dolby Atmos verglichen. Mhm. Und auch wenn es da nur eine Handvoll Filme gibt, sieht man da auch sehr schön die technologische Entwicklung. Das heißt, wir sind da mit dem letzten Transformers-Film gestartet, der mit Dolby Atmos rauskam. Dolby Atmos bedeutet Lautsprecher über den Köpfen. 3D-Sound sozusagen, und da war die Qualität doch noch sehr durchwachsen. Mittlerweile gibt es eine Special Edition zu Gravity, die Tribute von Panem. Sie hat doch schon einiges getan. Genau, und teilweise deutsche Tonspuren. Das ist ja auch immer so das Dilemma, wenn eine neue Technologie kommt, gerade im Audiosegment, hat man dann den englischen Originalton. Sicherlich sehr cool für die Leute, die es verstehen, aber es ist halt schön zu sehen, dass es teilweise auch deutsche Atmos-Spuren gibt. Und da sind wir halt wirklich begeistert von den neuen Film-Releases, weil die Höhenkanäle viel, viel besser genutzt werden als bei den ersten Filmen. Okay. Beamer sehe ich auch auf dem Titel. Ja, wir haben uns einfach mal gefragt, wie kriege ich jetzt eigentlich ein Großbild in das normale Wohnzimmerumfeld. Das heißt, da gibt es Kurzdistanzprojektoren von Acer. Wir haben mal vergleicht, wie ist der Bildvergleich zwischen einem Fernseher und einem Beamer unter ganz normalen Wohnzimmerbedingungen. Und dann hatten wir hier noch ein sehr, sehr lichtstarkes Modell von BenQ, was über eine Wireless-HDMI-Verbindung verfügt. Um einfach wirklich mal diesen Praxisgedanken auszuspielen, falls jetzt jemand schon einen Flachbildfernseher hat, der vielleicht gar nicht mal so klein ist und sich dennoch fragt, wie kriege ich jetzt ein noch größeres Bild ins Wohnzimmer, dass man da einfach mal über Alternativen nachdenkt, die im Endeffekt vielleicht sogar weniger kosten als ein Flachbildfernseher in 65 oder 75 Zoll. Super,
schönes neues Heft, viele spannende Themen. Ich denke, für eine ganz breite Zielgruppe gibt es ab sofort im Handel zu kaufen. Und wir sehen uns wieder beim nächsten DF-Talk hier auf YouTube. Abonnieren Sie uns. Bis zum nächsten Mal.